Echt böse. Naja, hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich habe einen kleinen Chunky an der Backe. Mein Hase ist jetzt seit 9 Stunden total verrückt nach Hafer. Und sobald er nur denkt, ich könnte Hafer in der Nähe haben, beklettert er mich und so weiter. Also, ja, ne? Gell, Schatz? Ja, so ist es. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich euch ein Thema. Eigentlich hatte ich zwei andere Themen, aber jetzt schiebe ich halt mal wieder so. Ihr wisst ja, eins kommt jetzt, das andere schiebe ich dann auf nächste Woche. Das andere kommt am Freitag, also das schaffen wir schon. Das kriegen wir gewuppt, Leute, ich sag's euch. Ich bin optimistisch. Ja, also, ich hatte gerade eine ganz lustige Situation. Meine Mutter, die mir geholfen hat, den Hasen zu machen, hat, ja, meine Füße riechen gerade nicht schlecht, freudig. ja, die hat gerade was vor der Tür erledigen müssen und in dem Moment saß dann die kleine Leo hier und hat die ganze Zeit gegen die Türe gequetscht, damit die Tür wieder zugeht. Und ja, und so kam es dann, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, Leos Motto ist, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich die Tür gleich zugeknopft. Ja, und dadurch bin ich inspiriert worden, euch jetzt mal so ein bisschen was zu erzählen. Nämlich Folgendes. Kennt ihr diese Besucher, die man bekommt, die sich auch anmelden und bei denen man sich dann irgendwann nach nur 4 Minuten denkt, ja, war schön, dich zu sehen, wäre jetzt nett, wenn du mal gehst. Ich habe so ein paar Leute, die mag ich ultra gerne und dann sitze ich dann immer da und irgendwann, so nach ein paar Minuten, denke ich mir, das Thema, ja, ich bin voll dabei, ich höre noch zu. Ich bin immer mega froh, wenn meine Mutter da ist, wenn ich Besuch erhalte, weil dann setze ich mich meistens eher so dazu und fühle mich wie ein Voyeur, weil ich dann immer nur zugucke und ich ja nicht so viel selber machen muss. Ob du bist echt, guck mal da, du bist mein da. Tu dich, das ist so gut. Guck mal hier, guck mal. Ja. Okay, langsam checkt das, dann muss ich mir recht verarscht. Oh komm schon, Leo, mach's mir nicht so schwer. Also, auf jeden Fall, Leo, du gehörst auch zu dieser Art Besuche. Wenn ich dich hätte ich dich heute erwartet, hätte ich wahrscheinlich eine Hose angezogen. Ja. Es sind so Sachen, die einen total amüsieren, also die man freut sich. Also zum Beispiel, also ich habe Bekannte, Verwandte und so weiter. Da freue ich mich mega, wenn ich höre, dass die zu Besuch kommen, weil ich immer eine spannende Geschichte erwarte. Und wenn ich dann merke, dass ich diese spannende Geschichte nicht kriege, ja, dann bin ich immer so enttäuscht. Und dann denke ich mir immer, wozu gebe ich mir eigentlich noch die Mühe, den anderen zu verwirren? Ich meine, ich bekomme ja keinen, ich kriege ja nichts, für mich kommt da ja nichts bei raus. Oder da kommt ja nichts bei rum, ne? Das muss man mal schon so sagen. Ist das so? Ich meine, also wenn ich was von meiner Mutter will zum Beispiel, das kannst du ganz schnell, ganz einfach erkennen, weil dann bin ich plötzlich sehr hilfsbereit. Dann heißt es auch, Mama, ich trage dir das schon. Oder Mama, ich mach dir doch, möchte schon einen Tee, ich mach dir doch gerne noch einen Tee. Und ja, dann weißt du ganz genau, jetzt will mein Kind irgendwas von mir haben. Und ja, ich bin ja allgemein kein Fan von Kaffeekuchen und ich finde es eigentlich furchtbar, wenn Leute sich dann da zum Kaffeekuchen verabreden, weil ich fände es in Ordnung, wenn sie sich zum Kaffee und einem Stück Kuchen verabreden würden. Aber nein, die kommen dann immer und trinken mindestens 2 Tassen Kaffee und dann noch mindestens 3 Stück Kuchen gefühlt. Und dann sitzen die da und mampfen und du hockst und die erzählen dir irgendwelche langweiligen Geschichten, wie sie auf den Seychellen waren. Dann erzählen sie, es war so schön auf den Seychellen, wir haben das und das gemacht und wir waren am Meer. Und ich denke mir nur, ja, und wärst drin ertrunken, hätte ich jetzt einen weniger langweiligen Nachmittag.
Ich mag dich ja, aber könntest du das nicht ein bisschen kürzer fassen? Und dann kommt immer dieser Moment, wo ich dann immer nur noch da sitze und so, Also ich bin ja kein, ich esse ja weder Kaffee gern. Ja, kennt man ja, Kaffee essen, ne? Ich trinke weder gerne Kaffee, noch esse ich gerne Kuchen. Und ja, Sekunde. Hey, guck mal hier. Schatzele. Ist deine Chance. Wenn du jetzt herkommst, kriegst du Schleckerhaft. Auf jeden Fall. Ich bin ja jemand, wenn ich jemanden einlade zum Kaffee und Kuchen, dann lade ich den ein zu einem Stück Kaffee. Einem Stück Kaffee. So zu einem. Einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Vorsicht, jetzt. Entschuldigt. Dieser Hase, der schmeißt gerade gerne Zeug runter. Das ist, er macht gerade 20 Heps auf, also wundert euch nicht. Ja, was auch für mich sehr wichtig ist, ist Folgendes. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn du Leute einlädst, also wenn Leute uneingeladen auch noch vorbeikommen. Das finde ich echt die dreiste Geschichte hoch 10. Da kommt einer zu dir, du lädst ihn nicht ein und dann erwartet er, dass du Kaffee, Kuchen und zumindest einen Tee anbietest. Dann denke ich mir immer, ja, gut, ich biete dir was an, wenn du es mitbringst. Das ist doch so. Ich meine, wir zahlen das Wasser, in dem man dann aufgießt und die Stromkosten. Das ist ja wohl genug Engagement dann. Findest du nicht? Ja, siehst du. Boah, auf der Kamera habe ich gerade so eine Riesenstirn und die glänzt auch noch so furchtbar vom Baden. Entschuldigt, dieses Video ist eigentlich echt total für die Tonne, aber. Jetzt mache ich auch noch diesen hier. Sag, was du willst, oder lass es bleiben. Du willst ein Haus haben. Ich will auch ein Haus, gibt's aber nicht. Schon mal in den Immobilien-Scout geguckt, da gibt's nichts. Und die Mietpreisbremse ist auch nicht drin, das sage ich dir. Entschuldigt. Ja, Mutter, jetzt bist du beschämt, gut. Ja, gut, das Video war jetzt irgendwie nichts. Ich glaube, mehr Schwachsinn kann man gar nicht an einem Stück reden. Jetzt kann ich noch erzählen, dass ich einen Koffer geschenkt bekommen habe, wo Mutter gesagt hat, schlag nicht gegen die ganzen Treppen und ich glaube, ich habe jede Treppe erwischt. Wirklich jede Treppe. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch so erzählen kann. Aber leider Gottes kam nichts bei rüber. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt, wenn man irgendwie sich was vornimmt und nichts draus wird. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis bald. Ciao.